Mega-Sensation. Hubertus Heil kündigt Steuerfreibetrag für arbeitende Rentner an und die Erhöhung des Witwenrentenfreibetrags bei der Einkommensanrechnung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, was ich heute am 3. Juni 2024 in der Frankfurter Allgemeinen lesen konnte, treibt mir sozusagen wirklich die Freude in die Augen, kann ich wirklich nur sagen, meine Damen und Herren. Hier gibt es möglicherweise eine Reform in der gesetzlichen Rente, die zu einem echten Vorteil für Rentnerinnen und Rentner werden könnte und die auch die Staatskasse im erheblichen Maße entlasten könnte. Das wäre mal wiederum eine Reform, wo ich sage, ja, da greift man sozusagen wirklich gegen die Altersdemografie ein und bringt den Rentnern etwas. Ich zeige Ihnen gleich, um was es geht, meine Damen und Herren. Und zwar hat der Hubertus Heil hier angekündigt, Heil will Menschen im Alter mit Steuerbonus zum Arbeiten ermutigen. Meine Damen und Herren, ich bin ja schon mal hochgradig überrascht, dass so etwas auch von Hubertus Heil kommt. Ich denke, dass im Hintergrund schon die Beratungen in der Großen Koalition, in der Ampelkoalition viel weiter sind, als wir uns vorstellen können, dass also Hubertus Heil mit den Grünen zusammen und mit der FDP hier an einem Steuerbonusmodell feilen. Und zwar denkt Hubertus Heil darüber nach, ich mache das mal ein bisschen größer, dass arbeitende Menschen im Rentenalter steuerlich entlastet werden und dass sich sozusagen durch diese steuerliche Entlastung der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Alter, die noch weiterarbeiten, dann erhöhen wird. Und dieser Steuerbonus soll laut Bundesminister Arbeiten im Alter ermutigen. Wie der Minister hier der Bild am Sonntag sagte, will er bis zum Sommer eine entsprechende Rentenreform auf den Weg bringen. Also gar nicht mal so lange hin, meine Damen und Herren. Und die diskutieren natürlich jetzt darüber, welche steuerlichen Anreize es da geben soll, damit es sich lohnt, für Rentnerinnen und Rentner mehr zu arbeiten. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich auf einen Steuerfreibetrag für Rentnerinnen und Rentner hinauslaufen, so dass nicht mehr die gesamte, dass nicht mehr hier ein Teil des Arbeitseinkommens der Einkommensbesteuerung unterliegen wird. Aber wir wissen es noch nicht ganz genau. Auch für Bezieher von Witwen- oder Witwerrenten soll das Arbeiten im Alter länger attraktiv gemacht werden. Es ist ja immer schon ein Riesenproblem gewesen und das hat ja auch letztlich der Antrag der AfD im Bundestag gezeigt, dass also nur als ein Beispiel, dass eben viele Witwen oder Witwer einfach schlichtweg aufhören mit Arbeiten, weil durch die Anrechnung des Einkommens durch die Erwerbstätigkeit die Witwenrente de facto gekürzt oder auf null gesenkt wird. Und man will erreichen, dass Witwen oder Witwer mehr anrechnungsfrei hinzuverdienen können. Die Reform würde die Staatskasse um einen Milliardenbetrag entlasten. Hubertus Heil hat mal gerechnet, wenn man 100.000 Leute fit hält und weiter motiviert zu arbeiten, ein Stückchen länger zu arbeiten, dann wären das pro Jahr ungefähr 2 Milliarden Euro, die man einsparen könnte. Bei der Einkommensteuer wäre das ein Plus von 1 Milliarde und bei der Sozialversicherung wäre es ein Plus von 1,5 Milliarden. Also, meine Damen und Herren, hört sich alles gar nicht so schlecht an, dass zumindest die SPD auch darüber nachdenkt. Von den Grünen haben wir ja schon so einen ähnlichen Vorschlag gehört. Schauen wir mal, ob und wie das kompatibel gemacht werden kann mit den Vorstellungen der FDP. Aber ich finde, dass es hier einen Anreiz zu geben, im Alter weiterzuarbeiten, wenn Sie wollen, finde ich gar nicht so schlecht. Und deshalb kann ich nur sagen, Daumen hoch für diesen Vorschlag von Hubertus Heil. Ja, warum nicht? Mir würde es natürlich viel, viel besser gefallen, wenn Hubertus Heil gleich noch mit der Erwerbstätigenversicherung hinterherkommt und sagt, Jungs, alles klar, alle Beamten und Politiker müssen jetzt auch noch in die Rentenkasse einzahlen. Dann wäre das Leben für Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel im rentenrechtlichen Sinne wirklich schon richtig gut gelebt. Und dann hätte ich mein großes Glück und Befriedigung. Aber ehe es so weit kommt, dauert es noch ganz, ganz lange in Deutschland. Und da werden wir noch viele, viele Jahre haben, ehe
und viel Druck auch aus der Bevölkerung und auch monetären Druck von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, ehe es zu einer erwerbstätigen Versicherung kommen wird. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es eine solche Versicherungsform geben wird. Die Altersdemografie lässt keine andere Möglichkeit mehr zu. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.